ungewöhnliches Mädchen. Was soll denn der Quatsch bedeuten? Ja! Ah! Ja! Das ist ein Panda. Panda? Trau dich! Das ist doch ein Panda, oder? Sieht ganz so aus. Du kannst mich anglotzen, wie du willst. Das ist das Allerletzte! Einfach eine Verlobung zu arrangieren, ohne mich zu fragen! Frechheit! Unmöglich! Unverfroren! Sowas! Typisch! Eins kann ich dir verraten. Ich gehe wieder zurück nach China. Das schmeckt dir gar nicht, nicht wahr, alter Herr? Man sollte die Polizei rufen. Ja, das doch mal an, keiner was. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Ja, machen Sie doch mal was. Das kann sein. Endlich ist es soweit. Ranma kommt. Wird auch Zeit. Wie sehr habe ich diesen Tag herbeigesehnt. Jetzt ist er endlich da. Hey, hört mal her. Kasumi, Nabiki, Akane. Kasumi? Was kann ich für dich tun, Vater? Nabiki. Hä? Akane? Akane! Wo steckst du denn schon wieder? Puh, für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Das ist doch immer das Gleiche mit dir. Ich wundere mich allmählich überhaupt nicht mehr, dass dich die Jungs alle für ein bisschen verrückt halten. Das ist mir wirklich völlig egal. Nicht jeder glaubt, dass sich alles nur um Jungs dreht, Nabiki. Verstanden? Ach, so ist das. Na ja, dann würde ich das hier wohl auch nicht interessieren. Was? Eine Verlobung? Ja, das ist der Sohn eines sehr guten Freundes von mir. Der Junge heißt Ranma Sao Tome. Wenn eine von euch drei Mädchen ihn heiraten würde und mit ihm unsere Kampfsportschule weiterführt, könnte die Familientradition der Tendos fortbestehen. Augenblick mal bitte. Fragt uns denn niemand? Haben wir bei der Verlobung nicht auch ein Wörtchen mitzureden? Warte doch erst mal ab. Sei nicht immer so voreilig. Vielleicht ist der Typ ja ganz schnuckelig. Hab ich recht, Paps? Er wird jeden Moment eintreffen. Ranma und sein Vater sind lange mit einem Trainingsprogramm unterwegs gewesen. Vor kurzem haben sie sogar China besucht. Wow, China! Na und, was ist denn heutzutage schon so Besonderes dran, nach China zu reisen? Wie alt ist dieser geheimnisvolle Verlobte eigentlich? Ist er süß? Also mir sind junge Männer zu jung. Was für ein Typ ist dran mal überhaupt? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung? Nein, ich bin ihm nie begegnet. Die Sache gefällt mir gar nicht. Lass los, du alter Narr! Ich hab dir tausendmal gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Verstehst du das jetzt endlich? Ich mach da nicht mit! Habt ihr das gehört? Anscheinend haben wir Besuch. Ach, das muss Ranma sein! Sao Tome, mein Freund, wir haben euch erwartet.
Hoffentlich ist er schon ein bisschen älter. Hey, alter Herr! Die Leute kriegen einen Schock fürs Leben! Vater, ist das dein Freund, von dem du erzählt hast? Na, fabelhaft. Bei uns schneit also ganz zufällig mal ein Panda-Bär ins Haus. Du bist doch nicht etwa... Ich bin Ranma Sao Tome. Tut mir sehr leid. Herzlich willkommen. Endlich bist du da. Der ist ja wirklich schnuckelig. Wir freuen uns, dass du da bist. Hm? Oh, was? Oh. Hm? Hör mal, könntest du das bitte lassen? Kaum zu glauben, dieser Er ist eine Sie. Ein Mädchen? Aber Vater... Oh, mein armer Vater. Er muss schrecklich enttäuscht sein. Armer, armer Paps. Er muss ja so schrecklich enttäuscht sein. Da ist er ganz sicher nicht der Einzige hier. Schließlich geht es ja um uns Mädchen. Sie gibt ja einen schönen Verlobten ab. Jetzt hört doch endlich auf. Immerhin ist sie unser Gast. Seht doch, unser Vater kommt wieder zu sich. Fang jetzt bloß nicht an zu jammern. Das ist ganz allein deine Schuld, Paps. Du hättest dich erkundigen können. Aber er hat doch die ganze Zeit davon geredet, dass er einen Sohn hat. Also ich sehe hier weit und breit keinen Sohn. Du vielleicht? Hör auf! Lass das mal schön bleiben. Also wirklich, Nabiki, lass endlich diese Fummelei. Du hörst doch, was sie sagt. Lass sie in Ruhe. Ein Benehmen hast du. Hey, willst du mit mir ins Dojo gehen? Hä? Ich bin Akane. Wir könnten Freunde sein. Das hier ist unser Dojo. Sag mal, stimmt das, was mein Vater erzählt hat? Er hat gesagt, du trainierst Karate. Ist das wahr? Ja. Fein. Wie wär's mit einem Kampf? Nur so zum Spaß. Keine Angst, ich tu dir nicht weh. Versprochen. Was hast du denn? Wieso greifst du mich nicht an? Wieso kann ich sie nicht treffen? Kann sie meinen Angriff vorhersehen? Na gut. Jetzt geht's los. Alle Achtung, Ranma. Du bist ziemlich gut. Ich bin froh, dass du ein Mädchen bist. Huh? Ja, weil ich wirklich äußerst ungern gegen einen Jungen verlieren würde, weißt du? So ist das also gewesen. Das kann passieren. Der Weg des wahren Kämpfers ist voller Gefahren. Hier, Ranma, das ist dein Zimmer. Hier wirst du wohnen. Möchtest du jetzt ein heißes Bad nehmen? Was? Das muss nicht sein. Aber natürlich, du bist doch ganz verschwitzt vom Training. Aber... Sag mal, Kasumi, weißt du, wer dieser seltsame Mann in unserem Wohnzimmer ist? Keine Ahnung. Ha.
Na, Biki, sagst du, Akane, sie soll jetzt ihr Bad nehmen? Mach ich. Ist das kalt. Dann steigen wir wohl beide in die Wanne. Was soll ich tun? Was mache ich denn bloß? Sie müssen mich eben nehmen, wie ich bin. In unserer Badewanne sitzt ein Spanner. Warum bringst du ihn da nicht gleich mit bloßen Händen um? Ganz einfach, weil ich Angst vor ihm habe, verstehst du mich? Das finde ich aber komisch. Ich dachte, Ranma sei im Bad. Ich war doch eben noch bei ihr und habe ihr alles gezeigt. Da bin ich wieder. Wer bist du denn? Ich bin Ranma, Sao Tome. Es tut mir sehr leid. Ich erkläre es euch noch einmal ausführlich. Das hier ist mein guter alter Freund Genma Sao Tome. Und dieser junge Mann an meiner Seite ist mein Sohn. Ranma ist mein Name. Kann mir mal einer sagen, was hier abgeht? Bist du wirklich das gleiche Mädchen von vorhin, das gleiche Mädchen? Ja, bin ich. Nun, wie soll ich anfangen? Es fällt mir schwer, euch das zu erklären. So könnte es gehen. So könntet ihr begreifen, was geschehen ist. Ja. Was zum Teufel soll das? Was hat er denn? Er ist wieder ein Mädchen. Versteht ihr das? Ach, wisst ihr, wie demütigend das ist? Wie erniedrigend. Und das soll mein Sohn sein. Das macht mich völlig fertig. Das werde ich niemals verwinden können. Ah! Das sagt der Richtige. Du hast es gerade nötig, so über mich zu reden. Ja! Wieso bist du eigentlich mit solchen Leuten befreundet, Vater? Bevor sie nach China gereist sind und dieses schreckliche Training begonnen haben, waren sie anders. Vielleicht sollten wir ihnen erst einmal ein bisschen Zeit lassen, damit sie die Gelegenheit haben, allmählich wieder zu sich selbst zu finden. Ich fürchte, einen anderen Weg wird es nicht geben. Wir müssen uns eben in Geduld fassen. Vor 2 Wochen begann das verhängnisvolle Geschehen. Im Gebiet um den Berg Quanqing im Bayankala-Massiv fanden wir nach Wochen endlich, wonach wir gesucht hatten. Das letzte Stück unseres Weges mussten wir schwimmend zurücklegen, um diesen gewaltigen Strom zu überqueren, der uns noch von den verwunschenen Quellen trennte. Doch dann waren wir am Ziel. Bitte, meine Herren, hier Yu Zhenqiu, legendäres Kampfplatz von verwunschener Quellen. Geschafft. Bist du bereit, Ranma? Ehrlich gesagt habe ich mir die verwunschenen Quellen beeindruckender vorgestellt. Seltsam, ja? Dieses Ort sehr gefährlich. Niemand benutzt heute mehr als 100 Quellen hier. Und jedes Quelle hat ein eigenes trauriges Legende. Müssen sehr vorsichtig sein. Ein kleines Fehler machen und du nicht mehr du. Also gut aufpassen. Ranma, folge mir. Bin schon da. Meine Herren, was machen? Ich nicht erzählen tragische Geschichte. Fertig. Sie nicht dorthin gehen.